wenige Schritte von der Altstadt gegenüber dem ehemaligen Porta Terra steht der wunderschöne Hippolyte Palazzo. Das Gebäude geht aufs Ende des 19. Jahrhunderts zurück, aber man weiß nichts Genaues über seinen Bau und seine Geschichte. 2012 wurde das Gebäude dank zwei Kulturvereine und einer Genossenschaft restauriert, die heute in enger Kooperation arbeiten und zusammen die durchzuführenden Tätigkeiten planen. Während der Restaurierung des Hippolyte Palazzos wurde die Stadtbibliothek in zwei Räumen im Erdgeschoss verlegt. Im ersten Stock des Hippolyte Palazzos ist heute das Museum des Auswanderers und eine Fotoausstellung eingerichtet. Alle die Tätigkeiten, die heute im Hippolyte Palazzo ausgeübt werden, sind mit der Altstadt und mit den Bürgern von Ragale verbunden, und das macht aus dem Palazzo heute ein wichtiges Kulturzentrum.